Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Transport Fever. Wir haben jetzt in der letzten Folge unseren Öler gewechselt. Und jetzt geht hier richtig was vorwärts. Wir haben jetzt hier schon 123 Treibstoff, also müsste er hier jetzt eigentlich ins Plus schießen förmlich. Und das tut er auch. Im letzten Jahr hat er schön Plus gemacht. Hier haben wir aber, wenn ich jetzt den Zug erwische, ja, 107. Wir bekommen natürlich jetzt hier, dann dauert es jetzt ein bisschen. Wir haben jetzt hier eine Produktion von 320. Es läuft relativ gut. Es dauert jetzt ein bisschen, bis die zwei Öler wieder voll fahren. Und jetzt möchten wir uns mal darum kümmern. Wir müssen nämlich unsere Züge auf diese Linie hier austauschen. Denn sie sind zu alt, um uns eigentlich noch gewinnbringend irgendetwas zu bringen. 1,14 Millionen, das geht besser. Das geht besser. Sie sind zu alt, also werden wir jetzt den Fahrzeugersatz wählen und eine andere Lokomotive hierfür einsetzen. Und zwar möchten wir jetzt machen wir jetzt hier 412.000 ist nichts. Was haben wir hier eigentlich an Einnahmen? Also, wir haben hier 855.000, 1,9. Wir haben ja also eine Gewinnspanne von ca. 1 Million. Also, wir wollen nicht höher kommen wie 1 Million für die Züge. Das heißt, im Unterhalt dürfen unsere Züge pro Zug eine halbe Million. Und damit werden wir jetzt spielen. Eine halbe Million wollen wir hier erreichen. 181, wir haben aktuell diese hier drauf, die BR53. Und wenn wir jetzt hier diesen PLM haben, wir 60, haben wir nur 10 km/h mehr. Wenn wir den hier haben, wir natürlich allein mit der Lok schon 500.000 im Jahr. Und das, glaube ich, rentiert sich noch nicht. Wir haben hier natürlich BR75, ist relativ gut. 60 kN, 218, 90, die hatte nur 75. Dann würde ich eigentlich sagen, wir nehmen die hier. Was haben wir? Passagierwaggons? 60, 100. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd alles. Wir haben hier 90. Den Dreiachser, der kostet 100.000, kann 14. Wir haben hier aktuell... Okay, dann haben wir 14, haben wir 24, haben wir 52. Wir bräuchten also 5. Wir bräuchten 6 Waggons. 6 Waggons. 6 Waggons. Genau. Und wir werden auch die hier nehmen. Hinzufügen. Und fügen hier 6 Waggons mal hinzu. Haben wir 6 und dann können wir 7 machen und bei 8 haben wir 105 Meter und mit 105 Meter, denke ich, kommen wir sehr gut hin. 5,85 Millionen pro Fahrzeug werden wir definitiv ersetzen. Definitiv, um hier die Kapazität noch weiter zu erhöhen, denn wir haben hier 106 wartend, wir müssten hier eigentlich schon wieder voll fahren. Ne, 67, aber hier haben wir 27 wartend. Und, hier haben wir 109 warten. Das heißt, die erste Fahrt mit diesem Zug werden wir hier, von hier aus wahrscheinlich gleich voll beginnen. Was heißt, werden? Könnten wir voll beginnen, ja. Könnten. Ich werde hier mal ein bisschen schneller stellen, damit der Zug schneller im Bahnhof ist. Und werden uns das hier jetzt schön ansehen. Wir haben aktuell, wenn wir jetzt mit dieser Aufstellung mit 72 Passagieren fahren, haben wir hier einen Gewinn von 324.000. Wir steigen aus und wir haben ihn ersetzt und können 112 Passagiere mitnehmen. Wunderbärchen, Preiselbärchen. Wie soll das jetzt einer verstehen? Wieso sind jetzt hier nicht alle eingestiegen? Das soll jetzt mal einer verstehen.
Das soll jetzt echt einer mal verstehen. Zug 292? Muss man wahrscheinlich nicht verstehen. Aber ich denke, das bringt uns jetzt einiges mit diesem neuen Zug hier. Ist schon eine schöne, schicke Lok. Ist schon schick. Muss ich schon echt sagen, ist echt schick. Gefällt mir. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Ich hoffe, euch gefällt er auch. Und ich habe hier nicht irgendeinen Mist gemacht jetzt. Was macht hier eigentlich unsere Buslinie? Sie macht jetzt mittlerweile Plus. Wo haben wir jetzt noch Defizite? Wir haben bei unserer Tram in Hilsheim noch Defizite. Die können wir uns jetzt mal ansehen. Und zwar Fahrzeuge haben wir 6 drauf. Finanzen. Okay. 100.000 im Jahr. 67, 32, also ca. 30.000. 33.000 machen wir Verlust. Hier haben wir die Trams eingesetzt. Ja. Ich würde sagen, wir werden jetzt ein Fahrzeug ins Depot schicken. Um es mal so zu versuchen. Treibstoff Hilsheimer Land macht Plus. Die Linien machen alles schön Plus. Hier unsere Öler. 4,42 Millionen. Wunderbar, wunderbar. 153. Das hat sich schön eingependelt. Er ist auf dem Rückweg. Einwandfrei, einwandfrei. Treibstoff Hilsheim fährt voll. Da müsste, glaube ich, sogar noch mehr gehen bei Treibstoff Hilsheim. Dann werden wir auch bald ersetzen können. Wie alt ist er denn? 21 Jahre, ja, er kommt bald. Dann haben wir hier Bus Neustadt, wo wir immer noch Minus machen. Wieso machen wir im Bus Neustadt immer noch Minus? Wir haben hier ein Wir werden jetzt Bus Neustadt ein bisschen verkleinern. Ins Depot. Ins Depot. Und nochmal ins Depot. Jetzt haben wir hier 62er Takt. Okay. Wenn wir jetzt mal so laufen lassen, wir bekommen hier oben die Passagiere einfach nicht mehr weg. Wir brauchen hier oben unbedingt neue Züge. 186, Leute. Und hier haben wir 53 wartend. In Hermeskeil müssten wir auch eine Linienoptimierung machen. Wir haben den Chunkers, aber zum Fliegen kommen wir noch nicht. In Raden bekommen wir die Passagiere einfach auch nicht weg. Was haben wir hier? 80, 80. Also müssten wir bald auch ersetzen. Die Brote, wir bekommen die Brote nicht mehr weg. Wir bekommen die Brote nicht mehr weg. Okay, wo ist das Problem? Wir dümpeln hier einigen hinterher. Getreidebrot. Fahrzeugersatz 25%. Sehen wir uns das mal an. Getreidebrot. Ins Depot. Ins Depot. Ins Depot. Passt? Stimmt. Dann haben wir aber hier noch eine Linie laufen. Und zwar haben wir hier noch die Brot Brandenburg laufen. Die müssten wir aktualisieren. Auf den Benz. Jawohl, 25%. Schauen wir, werden sie ersetzt? Ja, sie werden jetzt alle ersetzt. Also die Brot-Brandenburg-Linie bekommt jetzt auch neue Fahrzeuge. Und jetzt werden wir mal gucken. Und zwar hier mit der... Brot-Raden fährt noch, auch noch auf der alten Weise. Die werden wir jetzt auch ersetzen durch den Benz, um hier noch ein bisschen mehr wegzupacken. Um hier noch mehr wegzubekommen. Wir müssten eigentlich hier auf ein großes aufrüsten. Aber da warten wir noch. Hier unten in Brandenburg läuft sehr schick. Die müsste sich jetzt dann relativ schnell durchaktualisieren. Und dann würde ich sagen, hier oben passt alles. Hülsnitz. Ah, Mann, oh Mann. 210. Wir müssen hier unbedingt diese Zuglinie erneuern. Wie sieht es hier aus mit unseren Zügen?
Er sackt schön die Passagiere ein, ja, und wir haben 87. Also wir haben auf jeden Fall mehr wie vorher. Wir werden auf jeden Fall mehr wie vorher transportieren. Wir bekommen endlich hier auch die Passagiere weg. 99? Es haben hier 99 Leute schon gewartet. Nicht dein Ernst. Hier warten sie auch auf beiden Gleisen. Ja, und das hört hier gar nicht mehr auf, ne? Und wir werden jetzt in diesem Teil mal hier in Brandenburg das hier alles ein bisschen aktualisieren. Und zwar werden wir hier auf Tram umstellen. Dazu brauche ich aber Straße, dieses noch, genau. Elektrifizieren, wir werden jetzt hier auf Trams umstellen. Das bringt uns einfach vieles. Wo will er jetzt hier hin? Mei. Wir haben hier schon wieder so eine bekackte Fahrweise. Ich verstehe es einfach nicht. Aber durch die Trams müsste es sich jetzt dann eigentlich von selbst ergeben. Wieso ist meine Linie jetzt verschwunden? Hä? Bin ich jetzt irgendwie doof? Busbrand? Ne, ist doch da. Jetzt habe ich aber hier... Wieso bekomme ich jetzt hier Brandenburg nicht angezeigt? Okay, also... Stopp, Bus Brandenburg, alle Fahrzeuge ins Depot und verkaufen. Jetzt brauchen wir hier ein Tram-Depot. Zack, hier haben wir auch, okay. Trams kaufen, 1, 2, 3, 4, 5. Wir werden es mal mit 5 versuchen. Bus Brandenburg, jawohl. Nennen wir jetzt dann gleich mal um in Tram Brandenburg. Ich denke, dass die Tram sich hier wirklich lohnen wird. Jawohl. Und werden jetzt mal hier beginnen. Und jetzt läuft sie normalerweise auch so, wie sie soll, die Linie. Ja, genau. Jetzt bekommen sie nämlich hier die... Die fahren hier... So einen komischen Weg hier. Ja gut, müssen sie ja, ne? Müssen sie aber nicht eigentlich. Müssen sie nicht. Wo sind wir hier zu Hause? Hier sind wir zu Hause. Und so setzen wir hier. Wir setzen diese Haltestelle hier oben. Ne, Moment mal, die bringen ja Brot. Dann könnten wir den Punkt eigentlich aber wegmachen. Ja klar. Wir können die vier wegmachen, entfernen. So ist es richtig. So ist die gut, die Linie. Ja, perfekt. Perfekt, also die Tram Brandenburg macht natürlich jetzt noch ein bisschen Minus, aber die wird sich jetzt schön einpendeln. Denn hier 8 von 11, was haben wir hier? 11 von 11, hier, sie fahren schön voll. Wir haben hier genügend Passagiere wartend. Wie sieht es hier aus? 92 von 112. Aber ich verstehe nicht, wieso das da immer nicht alle einsteigen. Das verstehe ich manchmal nicht. Hier verstehe ich es ja. 226.000, 42 nimmt er wieder mit, nach Neutraubling. Die Finanzen sagen, oh, 1,57. Also, wir machen auf jeden Fall noch mehr Kohle damit. Und ich glaube, die Aktualisierung ist auch durch. 100%? Nein.
Brotraten, haben wir da noch einen drauf? Setzen wir auch raus. So, wo haben wir noch irgendwo einen Treibstoff Neustadt? Können wir auch mal auf Nein setzen. Und den hier setzen wir auch wieder auf 100% und Nein. Jawohl, so möchten wir das. Treibstoff, den lassen wir mal noch auf den Kannstadt. Was machst du hier? 60 von 60? Okay, du brauchst auf jeden Fall eine Überholung. Oh ja, du... Wir müssen mehr Treibstoff abtransportieren. Oh, Okay. Okay. Ich hab's geschnallt. Ich habe es kapiert. Ist kein Ding. Oh, das Krokodil und die Donnerbüchse. Oh. Oh, schön. 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 Wo haben wir hier das Depötchen? Das haben wir hier. Wo haben wir hier noch ein Depötchen? Hier unten. Da kann er nach drüben wechseln und dann kann es hier weitergehen. Und dann gehen wir hier raus. Genau. Und so kommen wir auch wieder ins Depot. Machen wir so. Zack. Zack. Gehen wir hier hin. So. Ja, so geht's natürlich nicht. So. Dann gehen wir von hier raus. Zack. Geht. Und noch hier. Und jetzt werden wir hier das mal gleich noch modernisieren. Denn ich bin am Überlegen, ob wir hier vielleicht das Krokodil draufsetzen. Lass uns mal laufen. Wir haben auf jeden Fall eine Warnung. Also irgendwas passt nicht. Zack. Hier werden wir es mal so vornehmen. Halt, wir haben hier noch was Rotes. Jetzt. Müsste das auch passen? Ja. Passt. Wir werden das hier auch gleich mal upgraden. Ja, jetzt hat es natürlich nicht übernommen. Aber jetzt. Okay. Oh, ein Gewusel hier. Uiuiuiuiuiui. Hier geht's los. Was brauchen wir? Mehr Vieh. Ja, bekommen wir langsam schon hin. Jetzt fließt nämlich hier dieser Ameisenhaufen. Wie fährt er jetzt hier? Ja, er fährt schon gut. Ja, fährt schon richtig. Wir brauchen hier... Haben wir das Depot? Das Depot haben wir hier. Züge kaufen. Das Krokodil. 485.000 im Jahr. Jetzt habe ich nämlich eine andere Idee. Und zwar... Details, 23 Jahre. Wir könnten ihn durch das Krokodil ersetzen. Fahrzeugersatz, Fahrzeug wählen. Details, Finanzen. Okay, also die Betriebskosten dürfen ruhig 1 Million betragen. Geh mal zu. Eine halbe Mille. Güter. Da kostet einer 100.000. Nicht mal. Wenn wir 10 Anhänger haben, wir 90. Und wieder 20.
20 können wir nicht machen. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Machen wir auch 17. Und lassen hier diesen Zug ersetzen. 10,3 Mille kostet das dann. Und das werden wir uns jetzt dann in dieser Folge auf jeden Fall noch anschauen, wie dieser schöne Treibstöffler durch die erste Elektrolok ersetzt wird. Und mit der schaffen wir richtig was weg. Und somit wird hier das noch mehr explodieren, dieser Bedarf. Und wenn es so weitergeht, können wir in der nächsten Folge sogar noch einen dritten Öler draufsetzen. Und wir haben hier mittlerweile nur 15%ige. Also wir können das Krokodil locker füllen. Locker. Und jetzt kommt er. Er kommt auf jeden Fall rein. Hoffentlich kann er jetzt wenden. Nicht, dass der Bahnhof zu kurz ist. Nee, der müsste reichen. Er müsste reichen. Werden wir mal unseren ersten Elektrozug auf die Strecke schicken. Jawoll! Und somit ist die erste Elektrolok auf unserer Linie. Jetzt geht was. Wir haben 153 Treibstoff, das wir liefern können. Und jetzt wird auch dieses Depot hier gefüllt. Und wir haben jetzt eine immer noch mittelmäßige Abdeckung. Oh, schaut euch, das ist echt wortwörtlich das Krokodil. Wortwörtlich. Wunderbar. Ah, ist das Ding nicht schick, Leute? Also mir gefällt's, muss ich echt sagen. Mir gefällt das Teil. Mir gefällt er. Sehr schick. Sehr schick. Und somit wird natürlich jetzt hier das Potenzial auch steigen. Potenzial an Rohöl 574. Das heißt, wir kommen eigentlich gar nicht hinterher. Er fährt wieder voll. Ja, richtig. Er fährt wieder voll. Und er hier fährt auch wieder voll weg. Also wir kommen eigentlich gar nicht hinterher. Wir haben hier eine Obergrenze von 800. Bisschen teil. Also wir müssen eigentlich, und das machen wir auch jetzt noch. Wie schnell ist dieser Zug nochmal? 100, okay, setzen wir drauf. Züge kaufen. Krokodil fährt. 75 können wir nicht nehmen. Also brauchen wir nochmal hier. Und nochmal Güter, Kesselwagen. 1, 2, 3, 153 waren das. 153. Zack. Linie zuweisen. Rohöl. Ich wünsche dir viel Spaß, der dritte Öler. Jetzt kommt der dritte Öler raus. Wir müssen ihn draufsetzen. Wir kommen sonst einfach dieser Drang nach Treibstoff, nach Öl. Er ist einfach so groß. Wir brauchen... Oh, geil. Nee, wir brauchen einfach. Ne? Wir brauchen einfach. Und das hier ist das geilste Thumbnail ever. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Und somit sind wir aber am Ende unserer Folge. Und ich verabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da oder gebt einen Kommi ab. Und wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, drückt einfach auf den Abo-Button. Ciao Leute, macht's gut.